Am 20. und 21. Februar fanden in Dortmund die 68. deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften statt. Mit dabei in der Helmut-Körnig-Halle waren auch zahlreiche sächsische Athleten. Mit seinem ersten 17-Meter-Satz der Saison holte sich der Chemnitzer Dreispringer Max Hess seinen 5. Hallentitel. Mit 17 Metern glatt setzte sich der Chemnitzer trotz eines durchwachsenen Wettkampfes vorläufig auf Platz 2 der europäischen Hallenrangliste. Ja, also ich hatte den Wettkampf nicht ganz so gut begonnen, beziehungsweise auch nicht gut durchgeführt. Also der Anlauf hat so im Großen und Ganzen überhaupt nicht gepasst. Meistens zu weit weg gewesen und ich dachte mir einfach am letzten jetzt nochmal voll drauf. Hast jetzt nichts mehr zu verlieren. Der Titel ist sozusagen deine und dann ja ohne einen Hintergedanken einfach mal drauf geballert aufs Brett und abgesprungen. Und dann ja, kam 17 Meter bei raus. Auch im Dreisprung der Frauen setzte sich mit Nele Eggert, LG Göttingen und 13,85 Meter die Favoritin durch. Einen 14-Meter Sprung gab es aber nicht. Maria Purza vom LAC Erdgas Chemnitz sicherte sich in dieser Disziplin Bronze. 13,67 Meter bedeuten für sie eine neue Hallenbestleistung. Kugelstoßer David Stoll, dem natürlich besonders die Rochlitzer die Daumen drückten, holte sich mit 20,83 Metern seinen 9. Hallentitel und bekam nicht nur dafür Glückwünsche. Die Vaterfreuden hatten sich bis Dortmund herumgesprochen. Und ich habe gehört, wir können nochmal gratulieren, du bist Papa geworden. Ja, am 1. Februar, das ist schon eine Weile her und sind jetzt gerade dabei, uns so ein bisschen einzugewöhnen. Und war eine ja, unvorhersehbare Zeit die letzten Wochen, aber ich denke mal, mit dem Ergebnis heute haben wir einen ganz guten Abschluss gefunden von der Hallensaison. Stohl dominierte das Starterfeld. Er verwies Christian Zimmermann, Kirchheimer SC und Vereinskollege Dennis Lefke auf die Medaillenränge. Mit 20,83 Meter erhöhte er in seinem 3. Wettkampf der Saison seine Jahresbestleistung und beendete gleichzeitig seine Hallensaison. Heute im Wettkampf? Ja, ich hadere noch ein bisschen mit meiner Technik. Wir sind noch nicht ganz so im Auftakt. Hole ich mir noch so einen Fehler rein, den ich eigentlich in der ganzen Bewegung mitnehme. Und das habe ich dann für mich so ein bisschen ausprobiert, aber das war nicht so erfolgsversprechend. Und ja, die 20,83, das war mal ein Stoß, wo es angefangen hat, so ein bisschen zusammenzukommen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen mit der Vorbereitung anfangen und da ein paar Stöße sammeln, so, dann wird das für den Sommer besser. Ja, wie viel Bedeutung hat denn die Hallensaison gerade überhaupt für dich? Als wir mit der Planung angefangen haben, hatte ich schon den Fokus auf die Hallensaison gelegt, weil ich eigentlich immer so ein bisschen im Winter auch ein paar Wettkämpfe brauche, um dann für den Sommer in Fahrt zu kommen. Und ja, dann mit der Geburt, die immer näher gerückt ist und ein paar Komplikationen danach, ist es dann eigentlich immer ja, nicht planbar geworden. Und im Endeffekt haben wir jetzt die deutschen Meisterschaften als Abschluss. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass man jetzt mit der Vorbereitung einfach nochmal eine Woche oder zwei Wochen eher anfangen kann. Du sagst gerade Abschluss, also bei der Hallen-EM wirst du nicht starten. Nee, bei der Hallen-EM werde ich nicht starten. Das ist einfach noch ein bisschen, wo mich noch ein bisschen zu Hause kümmern, dass es alles ein bisschen ja, in gewohnte, in geregelte Bahnen kommt. Und das ist erstmal jetzt das, was wichtig ist, um dann halt auch eine Sommersaison zu gewährleisten. Ihren 6. Hallenmeistertitel holte sich im Kugelstoßen der Frauen die WM-Dritte Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge mit 18,87 Meter. Schwanitz will in Torun ihren 2. Platz in der europäischen Rangliste zumindest bestätigen, sagte sie. Den 2. Platz in Dortmund belegte Sarah Gambetta aus Halle und Platz 3 erkämpfte sich Katharina Maisch, LV 90 Erzgebirge. Sarah Schmidt, gleicher Verein, erreichte mit persönlicher Bestleistung von 16,92 Meter Platz 5. Schmidt hatte in Harda beim LSV mit dem Kugelstoßen begonnen. Auch Ricarda Lobe, MTG Mannheim, wurde im Frauenrennen über 60 Meter Hürden mit 8,19 Sekunden ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit persönlicher Bestleistung von 8,34 Sekunden hatte sich Anne Weigold von der LG Mittweida für den Finallauf qualifiziert, ließ aber nach der Berührung der ersten Hürde die Konkurrenz ziehen und stieg aus.
Über 400 Meter der Frauen dominierte Favoritin Corinna Schwab, LAC Erdgas Chemnitz. Ein Feld, in dem gleich die ersten drei Läuferinnen unter 53 Sekunden blieben. In 52,01 Sekunden verteidigte die 21-Jährige souverän ihren Titel, erreichte eine neue persönliche Hallenbestzeit und zog auch die zweitplatzierte Laura Müller, SV Gosar 05, mit 52,60 Sekunden zu Bestzeit und Hallen-EM-Norm. Mit einer weißen Weste bis einschließlich 2,23 Meter dominierten Falk Wendrich, LAZ Soest und Jonas Wagner, Dresdner SC, den Hochsprungwettbewerb der Männer. Hier hatte der Dresdner den längeren Atem. Jeweils im dritten Versuch übersprang er 2,25 Meter als auch die 2,28 Meter. Damit gewann er überraschend Gold und überbot die Hallen-EM-Norm. Lange Zeit sah es beim 400-Meter-Finale der Männer gut für Marvin Schlegel aus. Im Endspurt auf der Zielgeraden musste sich der Riechberger, welcher für den LAC Chemnitz startet, aber geschlagen geben. Um den Meistertitel duellierten sich der Dortmunder Henrik Krause und Konstantin Preis vom VfL Sindelfingen. Das Zielfoto wurde bemüht und Kraus konnte seinen Innenbahn- und Heimvorteil nutzen. Seine Zeit 47,03 Sekunden. Für Schlegel blieb die Uhr bei 47,15 Sekunden stehen. Damit errang er eine der vier Bronzemedaillen für das sächsische Starterfeld. Die Frauen und Männer konnten am Ende fünf Meistertitel aus Dortmund mitnehmen.